den Kardashians slash Jenners wirklich halten, was man will. Aber früher oder später stößt man auf ein Produkt dieser Familie. Ob man sie jetzt mag oder nicht, ich zoll ihnen auf jeden Fall Respekt dafür, wie lange sie schon im Entertainment-Business sind und was sie aus ihrer Familie gemacht haben. Sie kommen aus einer Reality-Show. Kim Kardashian war die beste Freundin von Paris Hilton. Dann kam das Sextape und der Rest ist Geschichte. Ein Konzept, das auch 1:1 von Paris Hilton übernommen ist, habe ich das Gefühl. Seitdem beeinflussen sie auf jeden Fall das Schönheitsideal unserer Gesellschaft und machen ganz schön viel Cash damit. Aber sind es auch Produkte, die halten, was sie versprechen? Hat man seinen Spaß damit? Ich versuche es euch mit meiner Meinung ein bisschen leichter zu machen, ob es sich lohnt, diese Gegenstände zu erwerben. Die Familie hat sich schon immer bemüht, mit anderen Marken zu kooperieren, ihre eigenen Brands aufzubauen, manche weniger erfolgreich. Daraus haben sie aber anscheinend gelernt, sie und ihr ganzes Team, und haben sich halt schon entwickelt, würde ich sagen. Also ich bin wirklich oft versucht, die Produkte zu probieren, im privaten Leben auch. Deswegen habe ich mich bemüht, alle Kardashian- und Jenner-Produkte aufzutreiben, die es momentan gibt, egal ob ältere Sachen oder neuere, also ältere Brands oder neuere, damit wir uns die mal zusammen angucken können. Übrigens sind ja auch einige Sachen aus den USA dabei, die man auch wirklich nur in die USA bestellen kann. Darauf bin ich besonders gespannt, doch fangen wir an mit diesem Paketchen. Vielleicht arbeiten wir uns einfach mal von der Vergangenheit in die Gegenwart. Ich habe einen absoluten Schatz gefunden, und zwar das Kim K Parfum. Ihr seht vielleicht schon vom Design her, ich glaube, das wird schon was länger verkauft. Eau de Parfum Spray namens Gold. Das wird vertrieben von Lighthouse Beauty Marketing. Ich glaube, wir bewegen uns hier im Zeitraum 2009. Also eine Kooperation und keine Eigenmarke von den Kardashians. Mich würde der Vertrag mal interessieren, wenn die das immer noch verkaufen, ob die einfach für lebenslang dieses Parfum produziert haben und die das einfach immer noch verkaufen können. Ich habe es übrigens auf otto.de gekauft, was ich auch nicht wusste, dass das noch around ist. Oh, riecht auf jeden Fall intens. Genauso stelle ich mir vor, hat eine Kim Kardashian um 2000 rum gerochen. Entschuldigt bitte, ich sehe gerade, 2011 ist das Ding rausgekommen. Wie würde Jeremy Fragrance jetzt sagen? Sexy! Sexy, sweet, yummy! Ich bin halt so schlecht im Riechen. Ich würde sagen, Zitrone, blumig, aber strong. Ich würde es auf jeden Fall als Frauenduft und nicht als Mädchenduft beschreiben, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich bin schon verführt zu sagen, Anfangszeit von Kim Kardashian, als sie einen richtigen Hype bekommen hat. Aber das Sextape muss früher gewesen sein. Da muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, es ist wirklich bewundernswert, was man aus so einer vermeintlichen Panne oder einer angeblichen Panne alles aufbauen kann. Das ist schon deswegen nicht einfach, weil bei sexuellen Themen und Frauen immer eine gewisse Scham mitspielt. Sowohl eine Scham von außen als auch von innen. Und genau aus dem Grund habe ich mich mit Lelo zusammengetan, denn wir wollen dagegen vorgehen. Lelo bietet eine große Anzahl an verschiedener Sextoys. Und deswegen ist es Lelo besonders wichtig, die Sextoys nicht nur zu vermarkten, sondern auch aufzuklären und zu empowern. Und hinter dieser Message stehe ich voll und ganz. Ich würde euch gerne mal ein paar Produkte vorstellen. Der Enigma Cruise zum Beispiel ist besonders geeignet für doppelte Stimulation. Besonders spannend ist hier die Cruise Control Technologie. Dabei steigert sich die Intensität, wenn ihr ihn mehr an euren Körper presst, damit ihr dieses Gefühl von da ist es genau richtig bekommen könnt. Außerdem ist das Ganze aus einem ultrasoften Premium-Silikon hergestellt, was nicht nur hygienisch, sondern auch body-safe ist. Dann möchte ich euch noch den Smart Wand 2 zeigen. Dieses Spielzeug kannst du selbst oder mit deinem Partner anwenden. Das gilt allgemein eigentlich für jedes der Toys, würde ich sagen. Mit 10 verschiedenen Massageeinstellungen. Heißt, man kann den natürlich auch für Muskeln benutzen, entspannt die Muskeln, lässt Stress los, relaxt dich. Sowas baut ja auch eine gewisse Leidenschaft auf, wenn ihr versteht, was ich meine. Man muss sich erstmal entspannen, ein bisschen chillen. Es ist ein neues Design, neu und verbessert, und der Akku hält auch wirklich stundenlang. Auch hier Premium-Silikon, das sich warm anfühlt. Checkt mal den Link in der Beschreibung aus, da kommt ihr direkt zu Lelo. Jeder Körper ist anders und jedem gefällt was anderes, und man sollte behutsam lernen, was für einen selber
am angenehmsten ist. Sich nicht zu was zwingen, was sich nicht gut anfühlt. Und vor allem sich selbst auch ein bisschen kennenzulernen, sich selbst zu erfahren und sich nicht zu schämen, darüber zu reden. Wenn es schon bei Sextoys, Sextapes etc. so ein Film ist, wie sollen das dann bei Gesundheit, Krankheiten im persönlichen Private-Part-Bereich aussehen? Es ist ja noch schwerer, darüber zu reden und irgendwo müssen wir den Anfang machen. Deswegen bin ich sehr froh, Lelo als regelmäßigen Kooperationspartner zu haben und freue mich umso mehr darüber, wenn ihr euch das Ganze mal anschaut und Lelo auch sieht, dass meine Zuschauer Bock drauf haben und damit unterstützt ihr immerhin auch direkt meine Videos. Deswegen lasst uns zusammen diese Konversation eröffnen. Haltet euch nicht zurück und ich wünsche euch viel Spaß mit den Produkten von Lelo. Wisst ihr, wer für mich der identische Zwilling von Kim K sein könnte? Kylie Jenner und nicht die jüngere Schwester. Ist das Kylie? Yes. Ich fühle mich auch ein bisschen zugehörig, okay? Kylie, Kim, Chloe, Kelly. Soon bin ich auch dabei. Kylie hat ja ihre Make-up-Brand vor Jahren jetzt auch schon aufgebaut. Wieder aus was eigentlich Negativen, weil alle drüber abgelästert haben, dass sie ihre schmalen Lippen hat aufspritzen lassen und sie hat es nicht zugegeben. Und dann hat sie ewig lang gesagt, ja, das liegt nur daran, dass ich einen tollen Lippenstift aufgetragen habe. Boom! Milliarden-Business. Kylie Jenner. So, einmal habe ich hier den Glow Balm für Lippen und Wangen in der Farbe Pink Me Up und einen Lipgloss namens Gloss Drip. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe hier im Büro einen Lipgloss, den ich immer auftrage, bevor ich Videos drehe. Und der ist von Kylie. Kylie Geilie. Nice. Dazu trage ich casual ein Skims-Shirt. Man könnte meinen, ich unterstütze die Familie finanziell. Viele auf TikTok sagen, es sieht ein bisschen cheap aus. Es fühlt sich ein bisschen cheap an und denen muss ich recht geben. Hier unten ist komischerweise ein bisschen Farbe dran. Hier ist auch so ein random Loch drin, aber am Ende muss es ja nur gut aussehen und gut halten. Farbe, ich als Make-up-Guru, ich muss halt sagen, ich habe allgemein bei diesem Liquid Blush nicht das Gefühl, dass es besonders lange hält. Bei mir zumindest, aber na? Ohne mich zu weit aus dem Fenster zu legen, für meinen Geschmack gibt es nichts Besonderes. Lipgloss in der Farbe Besitos. Wenn meine Lippen damit nicht super juicy aussehen, dann weiß ich auch nicht mehr. Sehr unangenehmer Geruch. Das riecht ein bisschen wie damals diese Kinderschminke aus dem Kick. Es riecht nach Sekundenkleber. Das ist es. Finde ich schon mal nicht gut. Sehen meine Lippen wenigstens juicy aus? Würde ich schon sagen. Oh, schade. Das ist ein bisschen... Okay, diese Line kommt mir ein bisschen trashy vor. Ich weiß nicht, wie... Meine Amateurmeinung kommt mir ein bisschen trashy vor. Globalm $17. Gloss Drip $16. Komisch. Schmecken tut der Lipgloss aber echt gut. Ich weiß nicht, ich glaube für den Preis kann man schon ein bisschen mehr erwarten. Außerdem habe ich in diesem wunderschönen Paket, das echt cool ist, mit dem rosa Bubble Wrap auch noch die Skincare-Line von Kylie. Ich bin ehrlich, ich habe nichts Gutes darüber gehört. Und da ich echt Probleme teilweise mit meiner Haut habe und mit Akne und fettiger Haut, vertraue ich dem Ganzen nicht so richtig. Warum ist das Packaging so billo geworden? Ich verstehe das irgendwie nicht. Reinigungsschaum, eine Feuchtigkeitscreme fürs Gesicht, eine Detox-Gesichtsmaske und ein klärendes Gesichtsöl. Wisst ihr was? Es ist Zeit, damit ins Bad zu gehen. Willkommen in unserem Bad. Nach einem langen, harten Arbeitstag möchte ich mein Gesicht reinigen, okay? Von all dem Shade, der gethrown worden ist. Aber am härtesten arbeitet auf jeden Fall immer noch unsere Badlüftung. Dunkel, wenn ich das ausmache? Hallo, seht ihr mich noch? Ach, hör mal, es wäre besser. Ich würde jetzt einfach mal mit Kylie anfangen. Schau mal auf. Nimmt mir auf jeden Fall schon mal gut Make-up von der Fresse. Ich habe halt schon viel an Gesichtspflege ausprobiert. Ich habe eine recht empfindliche Haut. Dazu nehme ich zurzeit auch noch Isotretinoin, deswegen ist meine Haut nicht die stärkste zurzeit. Und ich kann nicht sagen, dass ich den Jenner Kardashians genug vertraue, um diese Situation zu handeln, okay? Deswegen würde ich die Detox-Maske jetzt auch gerne auslassen und eher mit dem Clarifying Oil weitermachen. Ich spüre schon mal gar nichts. Ich rieche auch nichts. Was ich grundsätzlich gut finde, vor allem bei Clarifying Oil hatte ich so ein bisschen Bammel, dass es brennt. Das
Öl hilft, die Haut zu balancieren, zu reinigen und die Textur der Haut zu verbessern. Für einen healthy looking glow. Dann natürlich Moisturizer, darf nicht fehlen. Nicht zu wenig, wie ihr seht. Konzentriertes Auftragen. Auch hier rieche ich nichts, spüre ich nichts. Ich finde, es ist in Deutschland sehr schwer, mit dem Preis und der Qualität von Valea-Produkten mitzuhalten, okay? Das hat für mich das gleiche Feeling irgendwie. Also ich fühle mich jetzt nicht, als würde ich irgendwie Kylie Jenner Stuff, Special Stuff benutzen. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt, wo wir uns um unsere Skincare gekümmert haben, sorgen wir dafür, dass unsere Haut wieder schneller alt und schrumpelig wird. Hoho! 818 Tequila von Kendall Jenner. Ich erinnere mich nur noch dran, als er rausgekommen ist, dass es einen Shitstorm gab, weil sie in dem Werbeclip irgendwie full auf Mexican Girl gemacht hat und alle dachten sich so. Hier steht, dass sie eng mit einer Familie zusammenarbeiten, der eine Farm in Mexiko gehört, um den seichtesten, natürlichsten und leckersten Tequila wie nur möglich herzustellen. Ich sehe diesen Tequila so oft bei irgendwelchen von ihren Promi-Freunden und dachte mir, hey, ich bin jetzt zwar kein Tequila-Experte, trotzdem hatte ich schon wilde Nächte mit Tequila. Riecht nicht schlecht. Ich habe leider kein Shotglas zur Hand, deswegen nehme ich hier diese Espresso-Tasse. Cheers auf euch. Ist gut. In meinen Augen ein einwandfreies Produkt. Vielleicht, wenn man das Marketing außen vor lässt. Kommen wir so ein bisschen zu unserer Kleidungssection. Bei Fashion haben auch die Jenners und die Kardashians ihre Finger oft und viel im Spiel. Khloe Kardashian, die Sportalte, die mehrmals betrogen ist von ihrem Mann. Und die Coole. Jeder sagt so, das ist die coolste von allen Schwestern. Wisst ihr, was ich meine? Um nochmal was Positives einzubringen. Die Liebe hat eine Jeansmarke, die Good American heißt. Ich bin auf der dringenden Suche nach gut sitzenden Jeans. Und diese Marke vermarktet Jeans für alle Körpergrößen und Formen. Das ist so deren Ding. Ich habe eine Good Legs Straight Jeans mir geholt. Sieht auf jeden Fall schon mal super aus, wo ich sie sehe. Riecht auch gut. Ganz oft riechen Jeans total chemisch behandelt und das finde ich immer so ein bisschen... Ich hoffe, die passen mir, weil das sind natürlich amerikanische Größen, deswegen probiere ich die direkt mal an. Also ganz ehrlich, ich bin noch nie so leicht in eine Jeans reingekommen. Ich bin fassungslos und frage mich jetzt auch, ob die einfach tatsächlich zu groß ist, aber sie sieht, glaube ich, nicht zu groß aus. Ich zieh mal meine Chunky Shoes wieder dazu an. Aber es scheint wirklich wie so eine absolute Basic Jeans, mit der man nie was falsch machen kann, egal welcher Trend gerade am Start ist. Und ich muss auch sagen, sie ist sehr gemütlich. Ja, wie gesagt, man kann absolut nichts damit falsch machen, würde ich sagen. Ich habe mich halt in der Größe extrem vertan. Wie ihr seht, diese Hose ist super stretchy. Und ich mag das eigentlich, wenn Jeans am Unterbauch so ein bisschen Krillen hier machen, dass sie schon hier so ein bisschen formen. Das ist mir ein bisschen zu loose, aber das kann natürlich auch an der Größe liegen. Wisst ihr, was ich meine? Okay, unser American-Paket packe ich als letztes aus. Erstmal gehen wir weiter zu Skims. Ich muss wirklich sagen, die zwei T-Shirts, die ich von Skims habe, und zwar das hier in schwarz und das gleiche habe ich nochmal in weiß, finde ich super, super als Basics, aber die haben ab und zu auch mal ein paar gewagtere Sachen. Dachte ich, nehme ich. Und zwar haben wir hier eine pinke Latex Collection. Ich dachte mir so, hello. Jawollo. Außerdem, ich Pro, habe ich mir noch so Sachen gekauft, mit denen man Latex leichter anziehen kann. Und dann habe ich noch so Ultraschein geholt. Ich finde es spannend. Ich finde die Farbe geil. Let's try. 12 Sekunden später. Ich sehe aus wie ein kleines Schweinchen, okay? Ich passe gut ins Setting hier rein. Und ich habe nicht das Gel gebraucht, um reinzukommen. Man ist recht, ich würde sagen, man ist wirklich reingeflutscht. Vielleicht auch, weil ich instant angefangen habe zu schwitzen. Meine Bauch-Area wird sehr betont. Was ich eher auf der unangenehmeren Seite empfinde. Ich bin ehrlich mit euch. Wenn ich mir denke, wenn es nur ein Rock wäre oder nur so ein Oberteil bis hier. Ich weiß nicht. Die Farbe finde ich ziemlich lovely, okay? Die Farbe ist wundervoll. Ich will trotzdem mal versuchen, ein bisschen von diesem Shine-Spray zu benutzen. Shiny! Ja gut, das macht es natürlich nochmal deutlich cooler, wa? Das fühlt sich sexy an.
ja, mit der Hautenge kann ich mich halt gar nicht anfreunden, ne? Was soll ich sagen? Next up, eine weitere Skincare-Line. Ich sag ja, Kylie und Kim sind wie Zwillinge. Was bei der einen funktioniert, funktioniert scheinbar auch bei der anderen. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass Kim alles auf so ein bisschen eine erwachsenere, more quality Art und Weise macht und Kylie ist in diesem Teenager-Marketing gefangen. Skinne bei Kim. Da habe ich auch ein Probekit bestellt, aber das heißt nicht, dass es die kleineren Größen sind, glaube ich. Ich habe das einfach im Set gekauft. Das ist auf jeden Fall ein Unique Packaging. Cleanser, Toner und Gesichtscreme. Ich bin ehrlich mit euch, ich weiß bis heute nicht, was wirklich ein Toner ist und was er macht. Ich benutze es einfach. Es fühlt sich ganz anders an als die Kylie-Sachen. Das ist richtig, hat so ein bisschen eine Schwere. Sieht irgendwie gut aus, wenn man eine von diesen Beige-Moms ist, die nur ein beiges Zuhause haben. Me. Ich habe, glaube ich, auch irgendwo gelesen, dass es wieder auffüllbar ist. Aber gut, jetzt sieht man hier drin doch, dass es alles aus Plastik ist. Das macht es schon wieder irgendwie nicht so cool. Wisst ihr, was ich meine? Das hier sieht irgendwie online viel größer aus, die Creme. Und auch wenn sie es immer benutzt. Ich weiß nicht, ob sie einfach ein größeres Exemplar zu Hause hat. Aber es ist schon sehr tiny. Jetzt muss man sich halt fragen, ist das nur bis hier gefüllt oder ist das komplett gefüllt? Ah, okay, bis unten. Wisst ihr was? Ich knall mir das einfach mal ins Gesicht und wir gucken, was passiert. Okay. Der ist ja eher ein Gel. Nee. Der Geruch von diesem Cleanser erinnert mich an irgendwas, was meine Kosmetikerin benutzt. Das kann ja schon mal nicht so schlecht sein. Toner. Bei den Produkten von Kim fühlt es sich irgendwie an, als würde meine Haut mehr so saugen. Wisst ihr, was ich meine? Aber vielleicht bin ich auch einfach nur vom Look beeinflusst und vom Packaging, weil es ein bisschen mehr nach Spa aussah. Und natürlich von der Form dieses Moisturizers. Man merkt auf jeden Fall, dass keinerlei Parfum in den Produkten ist. Diese Creme riecht und fühlt sich einfach fresh aus dem Labor an. Wisst ihr, was ich meine? Als ob so ein paar Leute einfach gesagt hätten, wir knallen da einfach alles rein, was gut für die Haut ist. Und gut ist, sonst kommt da nichts rein. Heißt nicht, dass es stimmt, will ich ganz klar sagen, aber es macht auf jeden Fall den Anschein. Ich finde es schwer, wenn ich es mit Produkten wie schon gesagt, Balea oder auf der teureren Seite La Roche-Posay vergleiche. Das sind so Sachen, die ich zu Hause benutze, kann das vom Feeling nicht so ganz mithalten. Ich weiß nicht, wie ich das euch anders beschreiben soll. Irgendwie habe ich einfach mehr erwartet. Wisst ihr, was ich meine? Last but not least, Fresh aus America. Ich habe mir jetzt übrigens eine Adresse in den USA beschafft. Heißt, falls ich irgendwas testen soll, was ihr so nur aus den USA kennt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Da ist sie. Die Courtney. Die shippt aber leider nur innerhalb der USA, denn die hat eine Marke namens Lemme. Dabei handelt es sich um Supplements. Schade, jetzt im Gegensatz zu Kims Packaging zum Beispiel auch, dafür, dass es ein Supplement ist, kommt es mit keiner Broschüre. Nichts wird irgendwie nochmal erklärt und gezeigt. Wenigstens steht es hier drauf. Das sind Gummibärchen gegen aufgeblähtes Gefühl. Und ich habe so eine Obsession momentan mit meinem Magen und meiner Verdauung und meiner Darmgesundheit und so. Deswegen dachte ich, kommt dieses Supplement echt gelegen. Vegan, glutenfrei, kein GMO, verdauungsfördernd. Es sind wohl zwei klinisch studierte Probiotika, die der Verdauung helfen, Gesundheit des Magens anregen und das Immunsystem unterstützen. Das Ganze gibt es in Blaubeere-Geschmack. Und bei sowas denke ich mir immer, ich esse es auch lieber, wenn ich es irgendwo, dann kann ich es irgendwo draußen stehen lassen, sehe es immer, werde immer erinnert. Und es ist nicht so eine hässliche Packung, die voll unästhetisch aussieht. Das finde ich zum Beispiel gut da. Ob es jetzt klappt, ich weiß es nicht. Ich esse einfach mal einen. Ich glaube mal, man soll einfach einen essen. Schmecken tut er jetzt nicht besonders crazy gut. Ob das jetzt großartig hilft, ich meine, anscheinend ist es durch eine Studie bewiesen, aber was für eine Studie, weiß man halt irgendwie auch nicht. Also der einzige Grund, warum ich das von Courtney kaufen würde, ist tatsächlich der Look. Und wir haben noch was aus Amerika. Und darauf bin ich wirklich gespannt, okay? Es gibt eine Website namens Kardashian Closet und es ist genau das.
was ihr denkt, was es ist. Schnabbedidibedidibedidibedida. Die Kardashians verkaufen nämlich ihre alten Sachen auf ihrer eigenen Website, die shippen aber nur in den USA. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sie es anhatten. Es wirklich, hier riecht wirklich brandneu. Da ist zwar kein Etikett dran, aber ich bin mir halt nicht sicher. Vielleicht machen die auch Deals mit Brands und machen das dann auf die Seite und sind dann so, ja, ich habe das getragen, das ist mein Style. Dabei haben die das eigentlich gar nicht getragen und die Brands bezahlen dafür, dass die auf dieser Seite landen. Wisst ihr, man weiß nie so richtig. Aber verkauft wird's als quasi der Kleiderkreisel von den Kardashians selber. Ich habe ein seltenes Louisa Ballou Dress geholt. Dafür habe ich $334,95 bezahlt, um einfach wirklich eine Kardashian zu sein. Und ich finde es ein sehr cooles Kleid. So zumindest. Ich ziehe es mal an und dann fälle ich mein Urteil. Es geht wieder los, Leute. Dieses Kleid ist durchsichtig, okay? Aber ich glaube, die Kardashian Jenners würden es auch so tragen, okay? Let's go! Es ist auf jeden Fall für eine L schon auch recht eng. Vielleicht doch ein schwarzes Unterkleid drunter, okay, so für den Alltag. Oder für ein Video zum Beispiel, für ein YouTube-Video. Würde ich empfehlen. Muss ich jetzt was von den Kardashian-Jenners aus dem Actual-Kleiderschrank haben? Eigentlich nicht, aber irgendwie ist es doch geil. Ich fühle mich ein bisschen peinlich berührt. Ich ziehe es wieder aus. Das waren auf jeden Fall alle Kardashian und Jenner Produkte, die ich finden konnte und alle, die, glaube ich, momentan erhältlich sind. Für mich zumindest. Ganz ehrlich, was davon würdet ihr euch jetzt nach dem Video selber gerne kaufen wollen? Auf was könnt ihr getrost verzichten? Sagt mir gerne Bescheid und dann danke ich euch, dass ihr dieses Video geguckt habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Kelly Kardashian. You wish!